Was war denn das für ein Geräusch? Davor lebendig gefressen zu werden. Seht, was ich gefunden habe. Das Ungeheuer ist ein Fleischfresser. Es frisst unsere Schafe. Oh. Und wie sah die wilde Bestie aus? Wie eine riesige orangefarbene Katze mit seltsamen schwarzen Streifen auf dem Rücken, stechenden, leuchtend gelben Augen und messerscharfen Krallen. Orange-gelb? Mit seltsamen schwarzen Streifen und Krallen? Das erinnert mich an ein Tier, von dem ich schon mal gehört habe. An einen Tiger. Was, ein Tiger? Ja, aber Tiger leben doch eigentlich auf der anderen Seite der Welt. Jetzt nicht mehr. Wir können nicht auf unseren Hof zurückkehren, solange diese Bestie frei herumläuft. Hm? Kommt mit ins Schloss. Hinter der Mauer seid ihr sicher. Vielen Dank, Eure Hoheit. Können wir auch mitkommen? Jeder ist willkommen. Folgt mir. Danke, Prinzessin Marilyn. Ich komm auch mit! Da geblieben, Tuck. Wir müssen erst zum Hof gehen und versuchen, mehr über diese blutrünstige Bestie herauszufinden. Ich hab schon befürchtet, dass du das sagst. Oh. Huh? Seht mal, wie groß seine Pfoten sind! Er muss riesig sein. Oh, da, guck mal, Blut! Nein, das ist Erdbeermarmelade. Ich glaube, ich weiß, wo die abgenagten Knochen herkommen. Eine wilde Bestie, sagst du? Ja, riesengroß und sehr gefährlich. Die Menschen sind nur hier hinter den Schlossmauern sicher. Hinter meinen Schlossmauern. Na, nun gut, ihr könnt hier schlafen. Natürlich werden dafür ein paar Goldmünzen fällig. Die Unkosten müssen gedeckt werden. Das ist erbärmlich. Der Prinz sollte sein Volk respektieren und nicht missbrauchen. Schickt ihr Soldaten los, um das Biest zu fangen? Nun ja, es scheint gefährlich zu sein. Aber ihr müsst die Menschen in diesem Land beschützen. Ja? Nein, das einzig Wichtige ist, dass wir sicher sind. Komm mit! Nachdem Prinz John nichts unternehmen will, sollten wir ein paar Tauben losschicken, um möglichst viele Menschen vor der Gefahr zu warnen. Irgendwas beunruhigt die Schafe. Passt auf. Vielleicht sollten wir lieber die Finger von der Sache lassen. Das ist ein Tiger, ein echter Tiger. Achtung! Warum ist er nur auf uns wütend, Little John? Keine Ahnung, nimm einen Schlafpfeil. Dann können wir ihn an einem sicheren Ort einsperren. Ich habe nur einen und der war nicht für ein Tier dieser Größe gedacht. Schnell, wir dürfen ihn nicht verlieren. Taxi nach, ob die Schafe verletzt sind. Ja, das mache ich gern. Achtung, Achtung! Hört alle mal zu. Bleibt zu Hause. Ich wiederhole, bleibt zu Hause. In Sherwood wurde eine wilde Bestie gesehen. Bleibt zu Hause. Sein Hals. Er trägt ein Halsband. Also gehört er jemandem.
ruhig. Wir wollen dir nicht wehtun. Nein! Wir haben alle möglichen Getränke und Speisen vorbereitet. Das sieht gut aus. Eine Kupfermünze für ein Glas Wasser, eine Silbermünze für Brot und eine Goldmünze für einen Nachtisch. Das sind Sonderpreise, nur für euch. Und hier sind eure Betten. Das hier oder hübsche kleine Zimmer, die von Wachen bewacht werden. Hier sind sie, mit Blick auf den Innenhof. Durch die Stäbe. Sehr hochwertig. Das ist eine Schande. Lasst euch nicht darauf ein. Ihr könnt heute Nacht in meinem Zimmer schlafen, wenn ihr wollt. Danke, Prinzessin. Wow, das ist unglaublich. Ich darf wirklich im Zimmer einer echten Prinzessin schlafen. Wahnsinn. Liebe Cousine, diese Leute müssen ihren Platz kennen. Das ist eine Frage des Rangs. Ansonsten nehmen sie dir irgendwann deinen Platz weg. Das sehe ich anders. Jeder Mensch sollte mit Respekt behandelt werden, erst recht, wenn hier eine wilde Bestie frei herumläuft. Hoheit! Dieser Mann ist gerade angekommen und behauptet, mehr über das Ungeheuer zu wissen. Sumatra ist kein Ungeheuer. Er ist mein Tiger und er hat sicher Angst, seit ich ihn verloren habe. Er hat Angst? Er hat uns Angst eingejagt. Das wollte er bestimmt nicht. Er ist sehr freundlich. Er liebt Kinder, aber Waffen kann er überhaupt nicht ausstehen. Sie wecken zu viele schlechte Erinnerungen in ihm. Ist ihm wehgetan worden? Ja, sogar erst gestern. Sein Fell ist nämlich ein Vermögen wert. Er konnte entkommen, aber ich habe ihn verloren. Oh, der arme Kerl. Er fürchtet sich sicher. Du scheinst ihn wirklich gern zu haben. Ich habe ihn als Baby im Dschungel gefunden. Seine Eltern waren von Wilderern getötet worden. Seitdem haben wir uns nie wieder getrennt. Ach, wie süß. Wisst ihr, Sumatra liebt es, zwischen Schafen zu schlafen, weil er mit Schafsmilch großgezogen wurde. Sheriff! Wir gehen auf die Jagd. Seid ihr sicher, Hoheit? Ja, das Tigerfell gibt einen herrlichen königlichen Teppich ab. Was? Was? Hopp, 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 hopp. Nein! Wir müssen sie unbedingt davon abhalten. Ja, folgen wir ihnen. Los, komm! Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Allen Schafen, bei denen der Tiger im Pferch war, geht es gut. Dieser Tiger ist alles andere als ein wildes Tier. Ich habe seine Spuren gefunden. Kommt mit! Oh. Vor unseren Waffen. Little John hat recht da. Tuck, jetzt leg deine Waffe weg. Oh Mann, ich hoffe, dass du weißt, was du tust. Ganz ruhig. Wir tun dir nicht weh. Ganz ruhig. Warte, ich mach das mal ab. Nehmt eure schmutzigen Hände von meinem Teppich! Aha. Zusätzlich zu dem Tiger haben wir Robin, unbewaffnet und wehrlos. Was für ein schöner Tag. Angriff! Zieht nicht eure Waffen! Das wird den Tiger erschrecken und macht ihn aggressiv! Oh, bravo! Immer wieder der gleiche dämliche Unsinn. Du musst mich wirklich für einen Dummkopf halten. Angriff! Los geht's. Ich lenk den Tiger ab. Gucci, Gucci, Gucci. Komm mit. Komm mit, Little John. Das brauchst du nicht mehr. Und los. So ein feiner Tiger. Hier bin ich, Miezekätzchen. Ja.
Warte! Robin! Robin! Hey! Hey! Hört auf, diesen räudigen, hässlichen Flohfänger so anzustarren!